Weltbild präsentiert. Ein Buch über Adolf Ogi, wie Sie es noch nie gesehen haben. Das ist jetzt mein Buch. Geschrieben ist es worden von George Wüthrich. Und die schönen Bilder sind zusammengestellt worden von André Häfliger. Das Buch soll vor allem unveröffentlichte Geschichten, Anekdoten beinhalten und auch unveröffentlichte Bilder. Es macht noch sicher Freude, das Buch. Ein Mann, 1000 Geschichten. Im Buch So war es erzählt Adolf Ogi von seinen prägendsten Erlebnissen und Eindrücken aus den letzten Jahrzehnten. Also den Traum habe ich noch, dass, wenn das ginge, möchte ich noch gerne mit dem Ski auf den Mont Blanc, der höchste Berg von Europa. Aber das müsste jetzt demnächst passieren. Also in den nächsten 2 Jahren, sonst geht es dann nicht mehr. Da muss ich ganz bewusst sein. Und ich wollte, dass ich mich jetzt ein bisschen noch besser organisiere. Das heisst, mich zurückziehen von verschiedenen Aufgaben und mir ein bisschen mehr Freizeit probieren einzuplanen. Mehr Infos finden Sie auf weltbild.ch, in Ihrer Weltbild-Filiale und überall im Buchhandel.